Jetzt habe ich doch noch was vergessen. Und zwar gibt es ein cooles App am iPhone, das nennt sich SB Settings. Es wird aktiviert, indem man nur so über die Uhr streicht. Dann fährt so ein Symbol runter. Und man kann sehen, hier kann man, das ist gut für die Leute, die keine Internetflat haben. Man kann hier und hier komplett das Internet deaktivieren. Und somit fallen auch keine Internetkosten ein an. Man kann halt nur über Wi-Fi dann ins Internet wieder gehen. Wenn man wieder ins Internet will, ganz normal, einfach wieder diese zwei Buttons aktivieren und dann geht es auch wieder. Was noch cool ist, auf dem iPhone ist Flash installiert. Das ginge normal nicht, aber über den Jailbreak und in dem Plugin funktioniert auch Flash. Also große Teile, man kann sich auch Filme am iPhone ansehen. Dann gibt es noch die Direktfunktion für Taschenlampenfunktion oder so. Spring Flash, ich teste das mal hier. Man sieht, jetzt sieht man es nicht. Ach so sieht man es. Kann man es schnell deaktivieren und wieder. Ja, genau. Das war's. Und ich habe noch was Cooles installiert und zwar, man kann das iPhone auch als Modem hernehmen. Und zwar unter Allgemein Netzwerk. Moment, ist da noch ein wenig. Ach, es kann nicht gehen, ich habe ja keine SIM-Karte drin. Auf alle Fälle kann man es als Modem hernehmen, indem man es mit dem Ladekabel am PC verbindet. Wie gesagt, auf Allgemein Netzwerk. Und dann auf Internet Tethering und dann kommt die Auswahl zum Einschalten. Und dann kann man ganz normal über den PC mit dem iPhone.